Der äußerste Punkt ist, kannst du mal deine Hand hochheben? Das ist der eine äußere Punkt. Und da vorne mit der blauen Jacke. Ja. Die angesprochen, ne? Nimm mal deinen Arm. Das ist sehr gut. Flug hervorragend. So machen wir es mit Kurio. Keine Ahnung. Jetzt sind die alle unten jemand mit der Fernbedienung. Klasse. Was ist das da? Du hast dein Zwerg gelassen. Der ist sauber, aber ach, schläft jetzt schon hoffentlich. Keine Ahnung. Wie schön, irgendwas rausgeschmiert. Das ist mein Mikro-Meister. Das ist geil. Nochmal ganz kurz was zum Offline-Verein. Also die Leute, die Die junge Klärzeit ist auch Stefan Jan. Das Schifffahrtsmuseum, wo heute die Bibliothek sitzt, wird in diesem Schloss an absehbarer Zeit. Es gibt Streit über den Standort des Traditionsschiffes. Die Bürgerschaft hat 2011 beschlossen, dass es schmal bleiben soll. Es gibt zumindest einen Verein, der ganz doll fordert, dass das Schiff hier in die Stadt haben kann. Und was ist sozusagen, also klar, wir haben nur wieder Schiff verloren, die GF geht in den Schrott. Aber wir haben auch eine Menge gewonnen, nämlich Erkenntnisse. Und wir wollen euch nur sagen, eine Stadt wird zwar regiert von einem Bürgermeister und es gibt auch ein Parlament, aber die Menschen, die in einer Stadt leben, müssen sich in alle Prozesse einbringen und einmischen und müssen sich engagieren. Es gibt keinen anderen Weg für eine ordentliche Zivilgesellschaft, wenn die Menschen sich nicht einbringen. Bringt euch ein, wo auch immer, ob es nun ein maritimer Verein ist oder sonst wie. Eine Stadt muss verändert werden und es funktioniert nur mit den Menschen, die da wohnen. Und uns kann man immer montags treffen, wir treffen uns in der Sozietät, 19 Uhr als Verein, da machen wir unsere Vereinstreffen. Wir beschäftigen uns momentan intensiv mit der Routine, die liegt in Dresden. Auch da gibt es den großen Vorschlag, diesen Rumpf zu zersägen. Neulich gerade jemand vom Tourismusverband vorgeschlagen. Und dann die Einzelteile aufzustellen, noch ist der Rumpf komplett. Es gab auch einen Förderverein, der jetzt insolvent ist, der sich mehrere Jahre die Mühe gegeben hat, dieses Schiff sogar wieder aufzubauen. Wie gesagt, das ist auch ein Rostocker Denkmal, liegt in Dresden und mal gucken, ob es zurück nach Rostock kommt und ob es dann auch noch ganz ist. Das war auch nicht. Es gibt viel zu tun. Bringt euch ein und danke, dass ihr alle da wart.
Ja, beim Imbiss sozusagen. Anni, lächel mal!